Bonsoir und bienvenue, mesdames et messieurs. Ganz herzlich willkommen zu unserem französischen Abend hier im WDR Funkhaus in Köln. Ein herzlicher Gruß geht auch raus an unsere Hörerinnen und Hörer von WDR 3, die jetzt zu Hause oder unterwegs live dabei sind. Zusammen mit dem fantastischen WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Daniele Calegari wollen wir heute eine wunderschöne musikalische Reise durch Frankreich machen. Ich freue mich auf einen beschwingt tänzerischen Abend mit Ihnen, der sicherlich runtergehen wird wie ein Glas Champagner. Unser Nachbarland Frankreich ist ja auch so ein wunderbares Reiseland, das ich mit wunderschönen und mit den Städtereisen 2 für 300 schon oft bereist habe und immer wieder auch gerne neu entdecke. Denken Sie nur an die Atlantikküste mit diesen weiten Stränden, an die Provence mit den schönen Lavendelfeldern, an die pittoreske Côte d'Azur, an Savoir-Vivre, an Paris. Es gibt einfach unglaublich viel zu sehen und zu erleben in diesem wunderschönen Land. Einen ganz besonders französisch sinnlichen Moment habe ich gerade kürzlich erlebt in einem der beliebtesten Viertel der Stadt im Montmartre. Jetzt stellen Sie sich vor, es ist morgen. Die Sonne scheint schon so langsam um die ersten Häuserecken rum. Sie gehen immer der Nase nach in eine kleine Boulangerie und kaufen sich da so ein frisches, schön, immer noch warmes Croissant. Und dann entdecken Sie vielleicht um die Ecke einen schönen kleinen Platz, lassen sich dort auf einer dieser gusseisernen Bänkchen nieder, beißen genüsslich in dieses warme Croissant, was nur die Franzosen so hinkriegen, außen kross und innen soft und so fast so ein bisschen zäh. Oh, herrlich. Und dann, so war es tatsächlich bei mir, fängt auch noch ein charmanter älterer Herr am anderen Ende des Platzes an, Akkordeon zu spielen. Ach, also mehr französisches Lebensgefühl geht kaum. Bienvenue à Paris. Ja, und genauso liebe ich es zu reisen. Neugierig, offen, ich lasse mich gerne überraschen und ich habe auch immer eine extra Portion Abenteuerlust mit im Gepäck. Und so kann man dann auch wunderbar das Große im Kleinen entdecken. Auch musikalisch sind wir ja gerade in Paris gestartet mit Jacques Offenbach, der die Metropole Mitte des 20. Jahrhunderts mit seinen Melodien und Ohrwürmern tatsächlich im Sturm erobert hat. Wir wollen allerdings jetzt musikalisch wieder raus aus der Stadt, raus aufs Land, zurück zur Natur. Auch die Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts sehnten sich nämlich nach der Ursprünglichkeit der Natur. Gabriel Fauré spielt in Masque et Bergamasque mit dieser Sehnsucht nach der Idylle des Landlebens, die wir doch auch irgendwie alle kennen. Das WDR Funkhausorchester mit Daniele Calegari am Dirigentenpult. Thank you.
leicht, fluffig, tänzerisch haben wir jetzt ein bisschen musikalische Landluft geschnuppert. Ich hoffe, Sie haben es gespürt. Und jetzt möchte ich Sie mitnehmen auf einen kleinen Ausflug in meine Kindheit. Ich glaube, Sie haben das alle, so ein Schlüsselerlebnis, das mit den ersten Reiseerfahrungen verknüpft ist. Das kann eine Landschaft sein, das kann ein Bild sein, ein Ort sein, vielleicht auch ein Geruch, eine Melodie. Bei mir ist es tatsächlich dieser Rums, wenn die Schiebetür des VW-Bus so einschnappt. Ich bin nämlich immer wieder gerne mit meiner Familie samt Hund mit dem VW-Bus in die Ferien gefahren. Und da haben wir mit unserem Fahrenden zu Hause viele kleine und große Abenteuer erlebt. Und ich finde bis heute noch diese Reiseform eigentlich sehr sympathisch. Ich erinnere mich noch gerne an eine unserer ersten Reisen, die nach Frankreich ging. Da kamen wir dann irgendwann nachts bei Lamélie an am Atlantik auf einem Campingplatz. Und am nächsten Morgen haben uns dann unsere Eltern, mein Bruder und mich losgeschickt, um Baguette zu kaufen, der Klassiker. Und ich weiß noch genau, wie wir in diesem kleinen Lädchen am Rande des Campingplatzes in so einem netten kleinen Laden standen, in der Schlange an der Kasse. Und ich habe mir überlegt, wie jetzt der perfekte französische Satz lautet, wenn ich dann dran bin. Oh, und dann ging es schon los. Le Baguette, la Baguette, sage ich jetzt je veux, ich will, ist ein bisschen unhöflich. J'aimerais, je voudrais, ich glaube, so weit kam ich gar nicht. Dabei hatte ich in der Schule schon ein paar Jahre Französisch gehabt und ich hätte Gedichte aufsagen können, ich hätte Lieder singen können. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on, oder in meinem Haus Maison, da wohnt ein Schwein Cochon. All solche Sachen sind mir eingefallen. Aber mit dem ganz praktischen Alltagsfranzösisch war das echt eine Herausforderung. Und als wir dann endlich dran waren, weiß ich noch, stand ich sprachlos, kommt bei mir ja selten vorher, da an der Kasse und habe nur auf das Baguette gezeigt, wie viele wir gerne hätten und dann so ein hilflos freundliches Gesicht gemacht. Zum Glück hat das dann funktioniert und mein Bruder und ich sind stolz mit zwei Baguette aus dem Laden wieder rausgekommen. Wir haben, glaube ich, sogar noch ein mutiges Merci, au revoir hingekriegt. Puh, aber in Sachen Völkerverständigung war da dann doch noch ein bisschen Luft nach oben. Trotzdem, wenn es mal wieder sprachlich hakt irgendwo auf der Welt, bis heute komme ich mit Händen und Füßen doch immer irgendwie überall durch. Und das ist wirklich sehr beruhigend. Fazit, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, auch ein französischer. Und jetzt können Sie sich hier aber heute Abend alle ganz genüsslich entspannen und zurücklehnen. Niemand muss sein Schulfranzösisch auspacken, denn jenseits aller Sprachbarrieren verbindet uns ja schließlich die Musik. Zwei Meister ihres Faches waren Ravel und Debussy. Man könnte sie auch mit Malern vergleichen, die noch nicht mal einen Pinsel brauchten. Sie mischten ihre Farbtöne aus den Instrumenten eines Orchesters, Impressionismus pur wie ein Gemälde von Monet, mit verschwimmenden Farben und ganz zarten Tönen. Wir hören jetzt Maurice Ravels Pavane und Claude Debussys Danse. Daniele Calegari und das WDR Funkhausorchester. Thank you.
Thank you.
Daniele Calegari und das WDR Funkhausorchester. Das war die Hymne à l'amour von Marguerite Monod. Ah, l'amour, die Liebe, Frankreich. Das passt doch alles wunderbar zusammen. Und da sind wir auch schon bei diesem schönen, charmanten Ritual des Küsschengebens, das Sie hoffentlich alle auch schon mal erleben durften. Aber Vorsicht, faire la bise, das französische Begrüßungsritual, das richtige Küssen, ist echt eine Wissenschaft für sich. Während die Franzosen das ja schon seit ihrer frühesten Kindheit machen und aus dem FF können, ist es für uns ja immer so ein bisschen schwierig. Schon die Frage, wann, wen, wie viele und dann auch noch, welche Wange zuerst. Da kann es schon mal ein bisschen umständlich werden und es kann auch passieren, dass man so ein bisschen krampfige Versuche macht, dass man sich so vorsichtig nach vorne beugt, dass man sich nicht traut, den anderen zu berühren, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll. Gar nicht so einfach. Also ich habe das mal recherchiert, laut französischem Fremdenverkehrsbüro schüttelt man dem Gegenüber auch in Frankreich zunächst mal die Hand, wie bei uns. So, und dann Menschen, die sich besser kennen, gleichaltrige oder auch jüngere Menschen, die begrüßen oder verabschieden sich dann zusätzlich mit einem Bise. Das ist entweder ein richtiger Kuss oder eben nur eine Berührung der Wange, wobei der Kuss dann so in die Luft geht. Aber bitte Vorsicht, man muss mitzählen, denn je nach Region wird in Frankreich ja unterschiedlich oft geküsst. In Paris küsst man zum Beispiel zweimal, auf dem Land eher dreimal, im Süden sogar bis zu viermal. Und ich habe sogar gehört, dass es Regionen geben soll, wo man sich fünfmal küsst, zum Beispiel auf Korsika. Das dauert dann. Aber ich habe gedacht, wir fragen doch mal unseren italienischen Maestro, wie er das in Bella Italia handhabt. So how many kisses, how many baci do you give? In Italy? Yes. Just two. Only two? Yeah. One, two. So decent, no passion, no temperament, no more. Temperament after. Ah, temperament after. Okay, grazie mille. Es ist überraschend zurückhaltend, die Italiener in diesem Zusammenhang. Aber wir haben gerade gehört, das Temperament kommt dann später. Habe ich es mir doch gedacht. Mein Tipp, warten Sie in Frankreich einfach und lassen Sie den anderen zuerst kommen. Lassen Sie den anderen auf sich zukommen. Das ist sowieso in der Fremde meistens besser, dass man erst mal kommen lässt, guckt, wie macht man das hier, wie sind hier so die Sitten und Gebräuche. Dann kann man sich schön anpassen und wenn man dann noch mit dem richtigen Bauchgefühl dabei ist, dann kann eigentlich gar nicht viel schief gehen. Am besten, Sie üben das vielleicht vor Ihrer nächsten Frankreich-Reise nochmal ganz unauffällig mit Ihrem Schatz oder so. Können Sie die Regionen einzeln durchspielen. Es gibt sogar im Internet eine Karte, wo man dann sehen kann, wo wie viel Küsschen gebraucht werden. Also da kommen Sie klar. Und wo wir gerade beim Küssen sind, Reisen ist ja auch der ultimative Beziehungstest. Also ich würde sagen, so fürs erste Kennenlernen könnte ich eine Reise nach Straßburg empfehlen. Das ist schön überschaubar, sehr romantisch und da kann man dann mal so ausloten, ob die Liebe was aushält. Sie wissen ja, nach einer Reise weiß man meistens ziemlich gut Bescheid, ob es was wird oder nicht. Und wenn Sie dann Hoffnung haben, es könnte was werden, dann könnten Sie sich vielleicht als nächstes an Paris ranwagen, um die Leidenschaft zu vertiefen, quasi für Fortgeschrittene. Und da dürfen es dann durchaus auch ein paar Küsschen mehr sein. Ja, musikalisch wird es jetzt überirdisch. Es geht um Nymphen und Götter. Aus Leo Delibes Ballett Silvia hören wir nun den Vals Lente. Thank you.
Das WDR Funkhausorchester mit dem Finale aus der Sinfonie in C-Dur von Georges Bizet. Daniele Calegari am Dirigentenpult. Ha, Calegari. Italienisch ist schon auch eine schöne Sprache, oder? Aber Französisch ist natürlich auch sehr schön. Ja, Bizet, der ist ja mit Carmen berühmt geworden. Aber schon mit dieser Sinfonie in C-Dur hat er sein außergewöhnliches Talent bewiesen. Er war nämlich damals erst 17 Jahre, als er sie geschrieben hat. Spritzig, kunstvoll und klassisch gebaut, modellhaft, ja regelhaft, erinnert sie ein bisschen an einen klassischen französischen Garten oder Schlosspark. Regeln und Strukturen, das sind ja auch Elemente, die auf Reisen immer wieder eine Rolle spielen. Und für mich gibt es da so ein bisschen zwei Reisetypen. Die einen, das sind die mit den langen To-Do-Listen, die alle Top 10 genau auswendig können, die genau durchplanen, wann sie was wie besichtigen wollen, die die Tage meistens sehr, sehr vollpacken und auch genaue Erwartungen haben, was, wo, wie passieren soll. So waren wir mit unseren Reisesendungen übrigens früher auch meistens unterwegs. Und dann gibt es diejenigen, die eher so nach dem Motto reisen, der Weg ist das Ziel. Die nicht alles im Voraus planen, die sich auch gerne mal überraschen lassen. Das ist die Art, wie wir mittlerweile auch mit unseren Reisesendungen eher unterwegs sind und die mir besonders gefällt. Auf unseren wunderschönen Reisen bemühen wir uns wirklich trotz Drehbuch immer wieder um Offenheit, um Flexibilität und das lohnt sich. So ist ja das Leben auch. Also früher, da gab es vorgefertigte Moderationstexte, da wusste ich schon zu Hause, was ich ungefähr sagen werde, wenn ich da vor dem Tempel stehe. Mittlerweile hat sich das sehr schön weiterentwickelt. Natürlich wird intensiv recherchiert. Wir geben uns sehr viel Mühe, dass nachher in der Sendung Sie auch viele neue Geheimtipps kennenlernen. Aber wir lassen Luft im Drehbuch und ich lasse mich gerne immer wieder auch überraschen. Oder ich lasse mich mal inspirieren von etwas kreativeren Listen als den Top Ten. In Straßburg gibt es zum Beispiel die sogenannten 5C. Schon mal jemand gehört? Ja, das ist ein Geheimtipp. Also nach diesen 5C kann man wunderbar die Stadt entdecken. Erstes C, Kathedrale. Diese wunderschöne Kathedrale mitten in der Stadt. Wenn man oben auf dem Dach steht, sieht man über die Stadt bis nach Deutschland rüber. Zweites C, Kolumbage, das Fachwerk. Gibt es da diese wunderschöne Altstadt mit diesen alten, schönen Fachwerkhäuschen. Manchmal ein bisschen überlaufen, man muss sich überlegen, wann man nach Straßburg reist, aber immer wieder doch sehr sehenswert. Dann Coiffe, das Häubchen der Trachten, die einem immer wieder noch auch begegnen können in Straßburg. Cigogne, der Storch, das ist das Wahrzeichen von Straßburg, an dem kommt man überhaupt nicht vorbei. Den gibt es in Plüsch klein und Plüsch riesig und überall, steht für Nächstenliebe und auch für Nachwuchs natürlich. Und dann die Nummer 5, die mich besonders überrascht hat, Choucroute, das Sauerkraut. Das ist ja die Spezialität in Elsass, da wird schon gelacht hier vorne. Aber ich habe mich wirklich, für mich war es eine Riesenüberraschung, denn wir saßen in so einem kleinen netten Gaststübchen und haben Sauerkraut bestellt. Und ich dachte so, jetzt kommt hier so ein netter Teller mit Sauerkraut irgendwie. Und was kam? Ein riesiger Topf, beladen mit einer Art Schlachtplatte aus Würstchen und Kassler und Eisbein. Und bei genauerem Hinsehen konnte man dann irgendwo unten noch das Sauerkraut entdecken. Also das war wirklich Bon Appetit. Mein Kameramann und ich haben es zu zweit kaum geschafft. Zum Glück gab es dann doch noch einen guten elsässischen Wein dazu und dann flutschte das doch wunderbar. Man könnte das Ganze auch mit dem schönen Reisezitat zusammenfassen. Wenn du die Speisen ablehnst, die Brauchtümer ignorierst, die Religion fürchtest, die Menschen meidest, bleibst du besser zu Hause. Also auf Reisen muss nicht alles nach Schema F gehen. Da würde sicherlich auch Erik Satie zustimmen. Der Komponist war nämlich auch gern unabhängig unterwegs. Feste Formen waren ihm ein Greuel. Er suchte nach eigenen Wegen. Schwebende Rhythmen prägen jetzt die Gymnopädie Nummer 1, die wir als erstes hören werden. Und anschließend folgen zwei Stücke aus Claude Debussys Children's Corner. Wir hören die Sätze Dr. Gradus ad Parnassum und Gollywog's Cakewalk. Das sind kleine Kompositionen, die Debussy für seine Tochter, seine Chouchou, sein Schätzchen komponiert hat und die ursprünglich für Klavier gedacht waren. Alors, amusez-vous, viel Spaß! Thank you.
Merci beaucoup. De rien. Er spricht nämlich auch Französisch, der Dirigent. Wir haben ja ein ganz internationales Orchester mit vielen Sprachen. Aber wir sind in einem französischen Abend. Und Sie kennen ja alle, es gibt diese Sehnsuchtsreisen. Destinationen, Orte, Routen, wo man so denkt, ach, das möchte ich doch gerne auch noch mal irgendwann erleben. Und eine von diesen Sehnsuchtsreisen ist die Fahrt auf der berühmtesten Wasserstraße von Frankreich, auf dem Canal du Midi in Südfrankreich. 240 Kilometer ist er lang, eine fantastische Ingenieursleistung, die seit über 300 Jahren schon eine schiffbare Verbindung schafft zwischen dem Atlantik und dem Mittelmeer. Besonders beliebt heute, man tuckert mit einem Hausboot gemütlich im Rhythmus des Wassers über diesen Kanal. Man lässt Jahrhunderte alte Geschichte an sich vorbeiziehen, Dörfchen, Schlösser, wunderbare Natur. Abends sitzt man dann vielleicht mit einem Baguette und einem Rotwein auf seiner Bootsterrasse, hat irgendwo angelegt, wo man möchte, ist so sein eigener Herr. Très charmant, kann ich Ihnen sagen. Und diese Reise habe ich für wunderschön mit einer Schulfreundin zusammen gemacht. Das Tolle, man braucht dafür keinen speziellen Führerschein. Keine extra Prüfung, nichts. Also wenn Sie Ihr Auto sicher durch den Innenstadtverkehr von Köln navigieren können, dann schaffen Sie auch den Canal du Midi. Kein Problem. Allerdings am Anfang war es schon recht abenteuerlich, so ein 15 Meter langes Hausboot irgendwie zu steuern, trotz Einweisung, die man ja kriegt. Vor allem die Schleusen, das ist echt eine Herausforderung. Da muss man ja dann so präzise reinfahren, dann muss einer abspringen, dann werden Seile geworfen, Seile festgemacht, Seile wieder gelöst. Es ist ziemlich tricky und man muss es üben. Nach anfänglicher Hektik und viel Geschrei haben wir dann aber so langsam einen gewissen Rhythmus gefunden und haben uns auch langsam entspannt, denn es sollte ja eine ganz lässige, friedliche Reise werden auf dem Canal du Midi. Und gleich zu Anfang haben wir gelernt, bloß nicht ins Wasser gehen, ins Wasser springen, im Wasser schwimmen, schon gerade gar nicht, denn das ist leider doch eine recht trübe Brühe, der Canal du Midi. Ich hatte mir das auch anders vorgestellt, ich habe mich schon gesehen, morgens schwimmend im Kanal, und als ich das dann sah, dachte ich, nee, daraus wird wohl doch nichts. Und dann kam mein persönlicher Schicksalstag. Wir waren an einer Schleuse, ich bin rausgesprungen, wollte das Seil entgegennehmen, habe zu kurz gegriffen, bin dann über das Gras, über die Böschung rüber, zack, in den Canal du Midi reingerutscht und mit einem Wupp war ich bis zu den Schultern weg in dieser wirklich ganz gruseligen Brühe. Oh. Zum Glück bin ich ganz erschrocken sehr schnell wieder rausgekrabbelt. Später habe ich auch erfahren, es ist ziemlich gefährlich, man kann auch zerquetscht werden dann so zwischen Schiff und Kanal. Und da stand ich dann tropfnass. Aber damit nicht genug. Ich habe dann aufgeschaut und gemerkt, oh, das war jetzt wieder eine von diesen ganz belebten Schleusen. Sehr viele Augenpaare waren auf mich gerichtet. Man guckt ja immer so, wie es die anderen machen. Sehr viele Freizeitkapitäne hatten mein Missgeschick beobachtet. Oh Gott, mir war das richtig peinlich. Zum Glück kam dann ein sehr charmanter Franzose und wollte mir irgendwie helfen, konnte natürlich nicht mehr viel tun. Den habe ich dann aber gefragt, in geschliffenem Schulfranzösisch natürlich, ob ihm das denn auch schon mal passiert sei. Dann sagte der, jamais, niemals. Das ging gar nicht. Also sowas, wirklich. Tja, aber so haben die Zuschauer doch noch eine schöne Pleiten-, Pech- und Pannen-Geschichte obendrauf bekommen. Und dieser wunderschöne Canal du Midi-Beitrag wurde eine sehr beliebte Sendung letzten Endes. Und immer noch werde ich als erstes, wenn jemand sich erinnert an diesen Canal du Midi, darauf angesprochen, heißt immer, Frau Kallert, das war doch da, wo Sie ins Wasser gefallen sind, oder? Das haben sich wirklich alle gemerkt. Und mittlerweile sage ich dann manchmal so ganz professionell frech, ja, das haben wir alles natürlich nur fürs Fernsehen gemacht. Ist ja klar. Ein ganz besonderer Augenblick ist es dann, und das ist überhaupt sowieso wirklich eine wunderbare Reise, wenn sich nach tagelanger Fahrt der Canal du Midi so zum Mittelmeer öffnet. Und alles ganz weit wird. Und genau die Musik, die ich mit dieser Szenerie verbinde, hören wir jetzt von unserem wunderbaren WDR-Funkhausorchester. Der französische Chansonnier Charles Trenet meditierte über die verschiedenen Stimmungen des Wassers und des Meeres und wie er durch sie berührt wird. La Mer. Thank you.
Ah, la mer. Da kann man sich doch so richtig schön treiben lassen. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch mit auf den Weg geben, wenn Sie die nächste große oder auch nur kleine Reise planen. Setzen Sie nicht zu viel auf die To-Do-Liste. Lassen Sie auch mal Luft zwischen den angepriesenen Sehenswürdigkeiten. Klar kann man sich die eine oder andere Highlight, das eine oder andere Highlight mit einplanen, aber dazwischen auch mal loslassen, offen sein, sich überraschen lassen. Bleiben Sie neugierig und bewahren Sie sich so ein bisschen den kindlichen Enthusiasmus. So wie ich. Ich erlebe auf meinen Reisen immer wieder, das, was du aussendest, kehrt zu dir zurück. Das gilt wirklich natürlich nicht nur in Frankreich, sondern in allen anderen Ländern auch. Und es gibt viel mehr Verbindendes als Trennendes auf der Welt. Und das ist wirklich eine Einsicht, die mich äußerst zuversichtlich stimmt. Ja, unsere französische Reise hier endet nun da, wo sie angefangen hat, in Paris. Mit Le Bœuf sur le Toit, der Ochse auf dem Dach. Das ist nicht nur der Titel einer Fantasie von Darius Milhaud, sondern auch der Name einer Kabarettbar, in der sich all die großen Künstler der Zeit getroffen haben. Picasso, Camus, Coco Chanel, Charlie Chaplin und eben Darius Milhaud. Er kam gerade von einer längeren Brasilienreise zurück und traf in jener Bar seine Künstlerkollegen. Man debattierte, man musizierte und irgendwann muss die Idee entstanden sein, dass er seine Brasilienreise musikalisch verarbeitet. Wir hören also jetzt zwischen französischem Impressionismus immer wieder brasilianische Volkstänze und folkloristische Rhythmen aufscheinen. Und damit verabschiede ich mich jetzt ganz herzlich von Ihnen und es verabschiedet sich das wunderbare WDR Funkhaus Orchester unter der Leitung von Daniele Calegari. Wir hören also Darius Milhauds Le Bœuf sur le Toit. Au revoir, frohes Reisen und stets ein leichtes Herz. Thank you.
Thank you.